Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Final Fantasy VII Rebirth. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir suchen noch immer den Aufstieg hier. Wie ich da hochkomme, ich habe keine Ahnung. Wir laufen jetzt einmal ganz um den Berg. Vielleicht hilft das ja in irgendeiner Art und Weise. Okay, hier möchte ich noch nicht hin. Hallo. Dann bleibt ja im Prinzip nur noch die andere Seite. So, Moment. Da ist das auf jeden Fall irgendwo. Und ich müsste jetzt... Ich müsste jetzt einmal um den ganzen Berg laufen, damit ich da hochkomme, oder wie? Ich wüsste sonst nicht wie. Da muss ich rüber. Oh, hier ist ein Fitnessclub. Das ist eine Höhle. Man gut sind wieder runtergerutscht. Jetzt haben wir durch Zufall die Höhle gefunden hier. Und ich dachte, das war auf dem Berg.
Dreieck, Dreieck, Kreis, Dreieck, Dreieck, Kreis. Okay. Du hast den Alexander-Kristall analysiert. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörermaterie der Esper verstärken. Gut so. So, hier hinten geht's weiter. Ich habe Viereck gedrückt. Und wir machen hier eine Schnellreise hin, ne? Warum nicht? Ich würde gerne einmal die ganzen Dinger hier erstmal erledigen, bevor wir weitermachen. Oh, Seepferdchen. Kann mir jemand helfen? Jetzt wird abgerechnet. Ausgezeichnet. Sehr gut. Keine Kommen. Erledigt. Abgeschlossen. So, dann haben wir hier unten Funkturm 3, hier ist Funkturm 4. Dann ist das unser nächstes Ziel. Was haben wir denn hier? Aktuell haben wir hier noch gar nichts. Aber das kann sich noch ändern. Es könnte noch sein, dass da irgendwas kommt in Zukunft. Also ich meine jetzt nicht update-mäßig in Zukunft, sondern ich meine, oh, da sind Kisten. Ich meine hier im Spielverlauf. Aber das sind keine Krokodile hier. Nee, sind nur Stöcker. Du kannst hier nicht weiterschwimmen. Da auch nicht. Und da auch nicht. Weißt du, an so einer Riesenschlange, da ist kein Problem. Da können sie drauf treten. Aber hier, da haben sie Probleme. Okay, dann weiß ich nicht, wie wir da vorbeikommen sollen. Weil auf den Berg kommen wir auch nicht.
Und hier geht's ja auch nicht durch. Dann bleibt eigentlich nur noch diese Hauptmission. Und dann machen wir das mal kurz. Dann sind wir schon direkt da, ne? Brauchen wir gar nicht laufen. Wahrscheinlich aktivieren wir hier irgendwas, dass wir damit fahren können oder so. Sag ich doch, die Seilbahn. Wir müssen wohl zu Fuß hoch. Schaffen wir das denn auch? Mit links und 40 Grad Fieber. Konzentrier dich einfach auf die Aussicht. Gibt doch nichts zu sehen. Hm? Es sei denn, du meinst das Schrottding von Reaktor. Ah, stimmt. Du kennst dich hier ja gut aus, Barrett. Los, gehen wir. Sag mal, wusstest du, dass Materia kristallisiertes Makko sind? Klar. Das heißt, wenn es oben einen Reaktor gibt, gibt's auch Materia? Na dann, hol dann voraus! Yuffie, wir sind jetzt ein Team. Also benimm dich auch so, keine Alleingänge. Hä? Brauche ich jetzt etwa für alles deine Erlaubnis? Ganz klar. Ja. Verstehe. Barrett, darf ich singen? Was? Darf ich mir den Rücken kratzen? Darf ich mir im Ohr popeln? Barrett, darf ich gehen? Hey, darf ich? Jetzt sagst du und ich, darf ich? Gar nichts darfst du! Hey, das ist eine Einschränkung meiner Grundrechte! Hörst du? Sag mal, Tifa, wie hältst du es nur mit so einem Idioten aus? Ja. Naja, er hat mehr gute als schlechte Seiten. Du meinst 49% Idiot, aber 51% netter Kerl? Ein paar Prozent mehr netter Kerl. 54, 55? Mehr? Weniger? So ungefähr. Mich du auch noch. Oh, da haben wir so eine Snackbar. Der Virus braucht eine Pause. Entschuldigt, meine Beine sind schon ganz schwer. Machen wir eine Pause. Aber wenn wir trödeln, dann schnappt sich die Materia. Ich meine, entkommen uns die Umhangtypen noch. Ich habe eine Idee. Ich gehe vor und kundschafte schon mal die Gegend für uns aus. Ihr kommt einfach irgendwann nach. Dann bis nachher. Wusch! Das schätzt er wohl gerne. Kommt gar nicht in die Tüte. Ich gehe den beiden lieber nach. Barrett ist nicht ganz er selbst. Und ich mache mir Sorgen. Mach das. Wir warten oben auf euch. Lasst euch Zeit. Danke. Werden wir. Oh, Kiste. Geschwächte Abwehr. Einmal kurz ausruhen. Gehen hier mal über. Aber es hat keiner was. Na gut. Dann gehen wir weiter. Oh, ich sehe Monster. Ja.
geklappt. So. Volle Kraft. Genug. Und tschüss. So eine Killerpilze hier. Hey, du schummelst. Was heißt das? Frankenstein oder was? Gut. Das war's. Und tschüss. Es ist auf. So, ja. Ich bin da. Ja. Und tschüss. Weiter geht's. Okay. Warum haben die denn hier nichts weggemacht, Barrett und so? Wenn die schon mal hier hochgehen, dann sie auch aufräumen können. Hä, wo muss ich denn hin? So, hier weiter. Oh, da gucken wieder die Diktas. Bringen wir es hinter uns. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Was gibt's hier? Kommt schon! Und tschüss! Genug!
Mädchen. Verbrennt nur die Stadt. So. Aris ist auch schon angeschlagen. Ein wenig zumindest. Ist so ein bisschen wie so eine Pokémon-Reise hier gerade. Vorher nochmal ausgeruht und jetzt lauern hier überall Gefahren, die uns vernichten wollen. Da leuchtet doch was. Ah, eine Kiste! Wow! Wie Red sagen würde. Bring wir hinter uns! Das war abzusehen. So, das haben wir alles. Ach, das ist Tifa und Barret, was die da hinmalen. Oder halt Yuffie. Mal sehen. Keinen Kopf. Und tschüss. Ja. So, da geht's hoch. So, müssen wir mal gucken. Ist keine große Sache. Okay, das war ja simpel. Immer noch sehr enttäuscht von Barret und so, warum haben sie die nicht umgebracht? Die Maschine hier einfach hoch, ohne die Leute zu töten. Also die Monster. Oh, das hat sich gelohnt. So. Hier hoch. Aris, wie sieht's aus? Viel besser. Ich fühle mich so seltsam leicht, als würde mich jemand von hinten schieben. Du bist eins mit dem Berg geworden. Ist sie das? Wirklich? Ist solch ein Blödsinn. Ich übernehme die volle Verantwortung. Zur Not kann ich sie den Rest des Weges tragen. Echo! Keinen Kopf! Gut.
Oh. Das sind aber auch Schwabbelbacken hier, ne? Ich glaube, wir sollten mal so, haben wir alle ein bisschen geheilt. Was ist eben gestiegen? Materia-Stufe? Ja, die können ja einfach rumlaufen, ne? Hier die Rehe. Früher musste man sich auf dem Berg noch zu bewegen. Ist doch wohl nicht zu viel, verdammt mal zu grüßen. Früher wusste man... Oh! Zur Abwechslung mal Leute, die wissen, was ich gehört. Ja, na sicher. Heute sind nämlich ungewöhnlich viele Bergsteiger unterwegs. Aber keiner von denen bekommt den Mund auf und grüßt vernünftig. Viele von denen waren schwarz gekleidet und sahen mir recht kränklich aus. Aber auf Nachfrage bekam ich nur Schweigen als Antwort. Unerhört, was man sich heutzutage auf dem Berg bieten lassen muss. Frechheit. So, ich weiß nicht, wie weit es noch ist. Oh mein Gott. Es wird heiß. Was? Hey, der frisst mich. Hilfe. Mist. Du musst durchhalten. Nicht nein. Übernimm du. Was? Feuer! Keinen Kopf! Das war's dann. Gleich kommt Leviathan. Oh, ich hab keine Dings. Dann brauchen wir ihn jetzt nicht mehr. Jetzt kriegen wir ihn so platt. Das hat geklappt. So. Oh, weia. So eine kleine Bank wäre vielleicht nicht schlecht, wo wir uns mal ganz kurz ausruhen können. Hit!
Alle beide vernichtet, siehste? Eiskalt. Komm mal, hier ist so eine wunderschöne Bank. Warum kann ich mich da nicht ausruhen? Der gehört Shinra. Ob der Yuffie und die anderen entdeckt hat? Beeilung. Okay, der landet auf jeden Fall. Ich würde hier einmal nochmal einen Cut machen, bevor es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, du bist morgen wieder mit dabei. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf, wenn du Bock hast. Sehen wir uns morgen. Ciao.